Thema ist ja heute lesbisch sein. Kann man lesbisch sein, wenn man gar keine Erfahrungen hat? Oder was halte ich persönlich von Leuten, die sagen, sie seien lesbisch, bisexuell, was auch immer, ohne dass sie wirklich Erfahrungen gemacht haben? Ja, was kann ich dazu sagen? Ich war selber mal in so einer Situation, ich meine, jeder ist ja mal in der Situation, wo man sagt, also jeder, der jetzt lesbisch ist, denkt sich wahrscheinlich mal, irgendwie glaube ich, ich stehe, glaube ich, auf Frauen. Ja? Und da hat man auch keine Erfahrungen gemacht. Und ich finde, wenn jemand solche Gedanken hat oder so fühlt, sind die anderen nicht da, dafür da, um das irgendwie zu beurteilen oder ein Urteil darüber zu machen, weil es ist immer noch die Sache von der Person. Und ich finde, das ist auch völlig blödsinnig, sowas zu hinterfragen, weil wenn jemand hetero ist, dann wird auch nicht gesagt, hä, du bist doch erst 14, hast noch nie das und das gemacht mit dem Typen, wie kannst du wissen, dass du hetero bist? Von daher finde ich, ist es von Anfang an ganz schwachsinnig, so irgendwie zu denken oder so. Und auch an die Mädels da draußen, die vielleicht jetzt bis jetzt nur Erfahrungen mit Männern gemacht haben und jetzt wahrscheinlich vielleicht denken, irgendwie klappt es nicht oder irgendwie ist es doch nicht so das, was ich für richtig halte oder ich bin nicht so glücklich, wie ich vielleicht glücklich sein könnte, würde ich auch dann dagegen handeln. Also bei mir war das so, kann ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sprechen, ich habe das irgendwie immer doch vermutet gehabt, aber nicht wirklich wahrhaben können und wollte das auch nicht wirklich wahrhaben, war mir ein bisschen zu, ja, wollte halt nicht so. Und komme dann auch noch aus der Kleinstadt, wo jeder jeden kennt. Und für mich war das ein bisschen zu viel auf einmal, diese ganze Erkenntnis. Und dann dachte ich, ja, hatte ja auch noch nie einen Freund. Kann ja auch sein, dass ich eigentlich auf Männer stehe, aber noch nie die Erfahrungen hatte. Und ich weiß selber von mir, wenn ich von Anfang an mir treu wäre und mir, zu mir ehrlich gewesen wäre, hätte ich viele Enttäuschungen vielleicht nicht mitmachen müssen und wäre vielleicht früher glücklich geworden. In dem Sinne glücklich oder im Reinen mit mir gewesen. Aber klar, solche Erfahrungen muss man natürlich auch sammeln. Aber man sollte sich nie was aufzwingen, wo man weiß, dass es nicht das Richtige für einen ist. Man soll sich treu sein und klar muss man nicht gleich sagen, man hat so die Erkenntnis, man könnte ja sein, dies, das. Muss man nicht gleich dann jedem rumposaunen. Man kann sich schlau machen, man kann vielleicht Leute treffen, die genauso fühlen oder vielleicht die mehr Erfahrungen haben zum Beispiel. Wenn man zum Beispiel jetzt nicht, wie ich früher, in einer Kleinstadt wohnt, zum Beispiel, kann man entweder die nächstgrößere Stadt oder halt, wenn sowas in seiner Stadt angeboten wird, dorthin gehen und dann sich dort schlau machen, Leute treffen. Es gibt sehr viele Gruppen auch und die Möglichkeiten sind da, sich eben schlau zu machen. Und vielleicht mit jemandem reden, mit dem man über sowas reden kann und sich nicht irgendwie runtermachen lassen. Wenn dann jemand kommt, ach, labert doch nicht, du hast noch nie richtig, lass doch erstmal richtig die Sau raus mit den Männern und dann wirst du gar nicht mehr daran denken. Oder auch andersrum, du kannst doch gar nicht sagen, dass du auf Frauen stehst, brauchst dich gar nicht mit uns Lesben irgendwie aufzuhalten, sage ich jetzt mal. Das ist ja nur eine Phase und auf solche habe ich eh keinen Bock. Weil ich habe es auch oft mitbekommen, nicht nur mit Mädels, die jetzt nicht Erfahrungen hatten mit Lesben, aber sich als Lesbe gehalten haben, sondern ich habe auch oft mitbekommen, dass viele Bisexuelle auch so ein Verhalten entgegengebracht bekommen. Zum Beispiel, ja, stehst ja nicht wirklich richtig auf Frauen, geh mal weiter so. Und ich finde, das ist richtig beschissen und falsch. Jeder sollte das machen, wofür Lust hat, Bock hat und wenn man seine Erfahrungen sammeln muss, sammelt sie, aber man kann nie eine Entscheidung einer anderen Person irgendwie beurteilen. Ich glaube, jeder oder fast jeder von euch hatte so den Moment, wo er wusste, ich stehe auf Frauen, ohne davor vielleicht mit einer geschlafen haben zu können oder eine zu küssen, finde ich. Ist also, ich glaube schon, dass das so sein kann. Auch vor allem bei nicht nur jetzt bei Jüngeren, 14-, 15-Jährigen, auch bei Älteren, kann halt die Erkenntnis später kommen. Dann ist es halt so. Und dann ist es klar schwerer, sein ganzes Umfeld damit irgendwie zu konfrontieren. Aber
Wenn ich persönlich jemanden kennenlerne, der sagt, hey, hör mal, gar nicht mit dir darüber reden. Ich glaube, so ist es bei mir, aber ich habe noch keine Erfahrungen. Es ist doch besser, wenn man mit denen darüber redet und sich mit denen austauscht, bevor man denen irgendwie schlecht zuredet. Also ist meine Meinung. Genau. Ja, das war es jetzt von mir zu dem Thema. Würde mich wieder mal über Kommentare freuen. Und zu meinem letzten Video habe ich gelesen, viele wollten das Dritte Reich-Video. Schicke ich, also poste ich gleich heute mit dazu. Freue mich, dass ihr euch darauf freut. Hoffentlich noch. Ja, bei mir war es jetzt in der letzten Zeit ein bisschen stressig mit Neujahr und Weihnachten nach Hause fahren. Also nach Hause ist Erlangen zu Hause und nach Hause ist München zu Hause. Immer hin und her zu fahren und alles klar machen. Von daher hat man wenig von mir gehört und gesehen. Aber ich freue mich aufs neue Jahr mit euch. Danke für die ganzen Zusprüche und die ganzen positiven und auch für die ganzen Kommentare. Vielen Dank. Ja, also mir hat bis jetzt, ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber immer viel Spaß bereitet. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr ein bisschen mehr mich einbringen kann. Und ein frohes Neues und auf ein schönes neues Jahr mit euch wieder. Also, tschüss, habe die Ehre.